Liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Spiel. Es ist leider ein ziemlich verregnetes Spiel. Es ist ein nasser Tag. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. Hier sehen wir es, das ist die Aufstellung von Ihnen heute. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt es auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Und so gehen sie heute in dieses Spiel. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Thank you. Enjoy the game. Und jetzt geht's los. Jakob Brünn-Larsen. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Da wollen sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Der Angriff könnte was werden. Was für eine Parade! Riesenszene, ganz stark gemacht. Die Ecke kommt rein. Wichtig, dass sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Leon Ostergaard. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Jetzt gibt es einen Einwurf. Jakob Brünn-Larsen. Platz auf außen. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Jakob Brünn-Larsen. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball.
Da suchen sie jetzt die Lücke. Setzt die Klasse durch. Da zieht er ab. Keine große Gefahr, da macht er sich lang. Ecke kommt ins Zentrum. Wieder lässt er sich nicht aufhalten. Wieder das Tor. Heute schon sein zweites. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Ball bleibt hängen. Stark gearbeitet hier. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Jetzt der Steilpass. Da hat nicht viel gefehlt. Der Ball geht knapp übers Tor. So, Ecke kommt. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Nächste Ecke jetzt. Jetzt die Ecke. Der Ball war nicht platziert genug. Er geht vorbei. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch.
schönes Dribbling hier. Oh, das könnte was werden. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Also das hätte auch mal Spannung in dieses Spiel gebracht. So geht es erstmal weiter mit der klaren Führung. Ich glaube, das waren die Nerven. Den müssen sie machen. Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Die Chance hier. Er nimmt ein volles Risiko. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Die Ecke kommt rein. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Pass kommt nicht an. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Das war knapp. Gefährlich, keine gute Aktion. Oh, Fehler. Klar, Torwartfehler. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Das war leichtsinnig. Das war unnötig. Das war natürlich nicht gut, weiß er selbst. Der klassische Torwartfehler und daraus resultiert der Treffer. Blackburn Rovers goal. Die erste Hälfte ist vorbei. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Er ist da und kann den Ball hier klären. Jetzt der Eckball. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Da war gar nichts. Schön diesen Pass abgefangen. Da sind Mitspieler frei. Gefährlich jetzt. Ah, das ist stark. Vier Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen.
Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht mehr zu verhindern. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Viel zu hart. Was macht der Schiri? Gibt das Rot? Das ist Rot, aber ich glaube, wenn wir auf den Spielstand schauen, dann wird das hier nicht mehr viel verändern. Nein, Wolf. Das Ding ist durch, da tut sich nichts mehr. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Die Chance. Siebte, ja, drin, Tor. Nochmal die Wiederholung. Ja, und nach dem Fehlpass ist natürlich viel zu viel Unordnung da. Und das wird eiskalt bestraft. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Guter Einsatz, er hat den Ball. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Da ist die Chance. Und er pfeift abseits. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Das ist die Chance. Da hat nicht viel gefehlt. Ganz knapp drüber. Es gibt einen Wechsel. Können Sie erstmal klären. Vielleicht die Konterchance. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Da ist er alleine durch. Fast der nächste Treffer. Da passt er auf und kann klären.
Der Ball erstmal abgefangen. Jakob Brünn-Larsen. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Ganz alleine. Das ist noch gefährlich. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne noch mal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Schönes Zuspiel hier. Er spielt den Steilpass. Erstmal rausgeforstet. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Sie stören früh, da ist der Ball. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ball erobert erstmal. Da holen sich den Ball mit diesem Zweikampf. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Jetzt gibt es einen Einwurf. Frühes Stören jetzt. Schönes Dribbling hier. Da haben sie die Chance. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gäste sind also am Ende die Sieger. Tolle Leistung heute, das Ergebnis spricht Bände. Und kaum Schwächen auszumachen, ein absolut überzeugender Auftritt. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft.